Achso, schade, ich dachte, wir sind Polizei. Weiß ich nicht. Nee, sind wir nicht. Zwei Teams. Zwei sind, glaube ich, Polizei, die anderen müssen entkommen. Ah, geil. Oh, bitte lass mich Polizei sein, aber. Ich will mein Polizeiwagen zerschrotten. Tatsächlich, ne? Ah, Einläufer! Einläufer! Was? Geht das so überhaupt? Mit zwei Mann, zwei gegen zwei? Jetzt ist Markus bei mir. Ja, ja. Ja, dann machen wir es so, halt, alles gut. Warte. Nein, alles gut, ich gehe wieder rüber. Ich gehe wieder rüber, alles gut. Oder Markus, willst du mit Baby? Ich kann auch rübergehen. Ja, komm, warte, machen wir es so. Zack. Nur ein Spieler möglich für Läufer, ja. Es bleibt tatsächlich so. Wir haben 3 gegen 1. Das ist bitter. Aber ist eigentlich ganz cool. Jetzt jagt die ganze Gruppe Enrico, so wie es immer ist. Naja, aber das Bittere ist, er sagt gerade eben noch, oh, hoffentlich bin ich Polizei und dann ist er der einzige Läufer. Ich gestehe meine Sünden ein, das tut mir leid. Ja, warte, wir sind so gnadenlos. Was muss ich machen? Entkommen. Durch Kontrollpunkte fahren. So ein bisschen wie der freie Modus Bestie. Das Problem, wir sehen dich nicht auf der Karte, ne? Doch. Ach, da hinten jetzt, ja. Na gut, es wäre zu einfach, wir haben keine Waffen. Wo fährst du denn hin? Ich meine Punkte! Scheiße! Geplant was anders, ich wollte eigentlich Enrico noch erwischen. So. Oh. Wir sind echt gute Kopf, sie rammen uns erstmal selber weg. Oh. Weißt du, dann kommt wir jagen uns die ganze Zeit selber. Der ist hier rechts abgebogen. Was ist das für eine scheiß Karre, ey? Lachen im Hintergrund, ey. Aber wir sind so schlechte Cops. Ich bin nicht wundern, wenn du das schaffst, weißt du. Wir sind in Ausbildung. Wenn du dich von Enrico bezahlen lässt, mich zu rammen statt ihn. Ja, ich will ihn ja die ganze Zeit rammen, aber irgendwie landest du jedes Mal bei mir mit dem Auto. Was? Jetzt gibt's keine Kopf mehr. Was? Er fährt nicht irgendwo. Das war ein flotter Dreier. Was macht ihr denn? Wir sind so schlechte Cops. Habt ihr nur eine gewisse Reichweite, wo ihr mich seht, oder? Nee, keine Ahnung. Nicht mal auf der Karte? Weil Markus hat ja gesagt, ihr seht mich auf der Karte. Jetzt hängt ihr wieder hinter mir, ey. Ich glaube, so wie wir fahren momentan. So fühle ich mich auch. Oh, Alter. Der fährt doch noch an diese Seite. Aber wie gesagt, gefühlt schaffst du es, weil wir einfach zu schlecht sind. Der hat den Wagen schon so krass ramponiert, ne? Da kommt nicht mal mehr am Berg richtig hoch. Ja, wir haben uns gerade ein bisschen... Der hat schon 12 Punkte, ne? Ja. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch abwarten, bis die Zeit abläuft. Na, mal gewonnen. Ja, ich hab's. Och, Baby. Warum gibt's den auch noch? Der hing fest, Baby. Wir hätten nur noch warten müssen, bis die 1,40 gelaufen wäre.
Die helfen mir immer noch, ne? Vor allem, wir machen auch null Schaden an der Karre, ey. Ja, doch. Wir machen mehr Schaden an uns als auch an dem Auto. Ich hatte schon einen Platten. Ach, du respawnst doch mal. Nee, es repariert sich ein bisschen. Junge, ey, ich war so 2,5 Kilometer weggeflogen, förmlich. Aber ich hab's nicht. 40 Sekunden hat er noch. Wofür werdet ihr bezahlt? Kaffee trinken. Merkt das schon. Alter! Wir haben ihn! Ja, hier komme ich halt nicht raus. Oder? Ah doch. Nee. Hä? Oh mein Gott. Kommst nicht mehr! Doch, es ist schon 40. Aber bitte da vorne mal da parken, zu parken. Wir haben's. Ja, ich komme nicht mehr raus, weil ich ja kann nicht nach hinten. Wir haben es geschafft. Boah, aber mit 3 Mann die Lücke zugemacht. Aber es ist auch. Es war. Immerhin 13, warum nicht? Das war wie Baby, eine enge Kiste. Gut, dass wir keine Livecam haben oder sowas. Toll, ey. So wie der Dietmar Schwerverbrecher ist, ey. Ach, wenn man von Teufel spricht, ne? Wenn man von Teufel spricht! Ja. Bist du sie, Yvonne? Ja, wer von Teufel spricht, sag ich doch. Mal gucken, ob sie sich besser anstellt als Enrico. Bitte markiert euch jetzt diese Runde im Kalender. Das ist der Zeitpunkt, wo wir alle drei mal richtig schön Yvonne bumsen dürfen. Ja, Yvonne, erster Vierer. Wobei gerade eben gefühlt Enrico erstmal richtig gebumst wurde. Ja, 3 Mal hintereinander, hinter dir. Ach, deswegen ist er mal überall gegen gefahren, weil er es geil fand. Jetzt verstehe ich das. Naja, der mag es, wenn es hart gestoßen wird. Ich bin ein Rammler. Oh! Ich kenne die Route nicht mehr. Ist bestimmt nicht die gleiche. Jetzt hier um die Ecke? Nee. Okay, hier um die Ecke, ja. Ah! Vorne noch zumachen, vorne noch zumachen! Ja, hab's! Du musst Viereck gedrückt halten. Nee, Dreieck. Nee, warte mal, eigentlich haben wir ja gewonnen, weil wir haben sie ja. Nee, wenn sie Dreieck gedrückt hält, kann sie eigentlich respawnen. Kann man eigentlich das machen? Ja, aber dann geht auch Zeit weg. Wir haben es gut gemacht, aber auch relativ schnell zugegriffen jetzt. Ja, Zeit um 20 Sekunden verringert. Okay, sonst wäre es nämlich unfair. Also, theoretisch für die Cops noch. Aber wie gesagt, eigentlich hätten wir gewonnen, weil wir hatten sie. Ja, klar, aber wollen sie ja nicht zu einfach. Hm. Alles wie immer, ich schmeiße mich voll auf Yvonne. Scheiße! Bin um die Kurve, falsch um die Kurve gefahren. Oh, das war okay, gut, das war knapp. Hier bin ich stecken geblieben.
Ja, genau. Alter, Markus hat keine Türen mehr. Ich mag frische Luft im Auto. Nein! Ey. Oh. Ey. Alter, Kev. Ich hab aber voll erwischt. Wir sind echt wie die KI-Cops. Scheiße. Diese Dreckslaterne, weißt du, das hätte ich so, hätte ich zugemacht. Erstmal die Treppe hoch. Da kommst du nämlich nicht mehr raus. Wir müssen die Seite noch zumachen. Du setzt dich einfach drauf. Ja, ich wollte nicht. Herzhaft? Ich komm nicht mehr raus. Ich hab mich aber so fackelt davon. Ja, geil, einfach ist das nicht das Auto von Mr. Bean nur in weiß? Ja, der hat den gleich schon in grün. Nach hinten, 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 nach zu, mach zu. Ah, der fällt wieder raus. Erwischt. Was? Vor allem fällt die da wieder raus, ja. Einfach so. Sie glitzt sich wieder raus. Meiner nicht mehr als. Hä? Du hattest mehr als sie. Ja, ja, du hattest 12 ja. oder 13. Warte. Wenn sie. Bei Yvonne ist halt so, wenn sie feucht genug wird, flutscht sie wieder raus. Ja, eigentlich habe ich gesagt, die hatten sie ja zweimal eigentlich schön in der Ecke da drin. Hat sie gewonnen? Nee. Nee, wollte gerade sagen, Zeit ist abgelaufen. Muss ja alle 15 haben. Naja, aber Zeit ist abgelaufen. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein bisschen unfair, klar. Aber ist das unfair eigentlich, dann hätte 2-2 spielen können. Bei 3 gegen 1 ist schon echt fies. Ja, aber du siehst, wie spielerisch das war bei mir. Das sag ja, ich vermute schon, dass es. Ja. Klar ist das schwierig. Also wenn das einer gewinnt als Autofahrer, dann krass. Hm? Gibt's bestimmt einen als Autofahrer. Der Rennfahrer. So, jetzt haben wir noch, okay, Gott, jetzt haben wir noch eine Arena-Tour. Geht schon. Instant drin. Ah, das war gerade gut, fahre ich einfach drüber euch, ne? Mann, warum ist denn noch Radio an, ey, ja. Gibt's ja nicht viel zum Auswählen. Och, wir müssen wieder hier hin, Alter. Gibt's wieder mit mir aufgefahren? Herzlich willkommen zur neuen Rennsaison. Alter, wie schnell die Zeit umgeht, das ist so dumm. Wollte ich noch eine schöne Wette abgeben und dann so eine halbe Mille auf Markus einfach. Du kannst gesetzt. Nur Tausende Maximum setzen. Der Burger King mit drauf. Leute. Ach, wir können es gar nicht mal ran. Verstehe ich das? Nein? Doch. Natürlich. Nur am Start nicht. Nur in der ersten. Achso. Das ist immer. Alter, wie schnell sind die Dinger? Ja, die ekelhaft, die sind auch ziemlich direkt beim Lenken. Da bloß, wir fahren nur die ganze Zeit im Kreis. Richtig schön ein. Ja. Ist jetzt schon schwindelig. Ja, gut, dass ich nur 3 Runden eingestellt habe. Ach was? Ah ne, doch nicht. Ja, wir fahren jetzt wahrscheinlich die große Runde mal den Parkplatz. Das ist der geweckt. Und jetzt fahren wir nochmal ganz außen rum. Oh. Diese Drecks. Hey!
Ja, danke. Jetzt muss ich jetzt wieder rauskommen aus dem Scheißding. Mann, ich war der Zweiter. Zwischen sogar Erster. Au. Natürlich hat Markus natürlich jetzt den Vorteil, dass er da jetzt ein bisschen wegkommen konnte. Markus ist schon wieder 2,5 Kilometer weg, ja. Ja, ja, das ist abartig. Der hat einfach das Glück, dass er durchkommt. Dass er durchkommt. Und der hat Baby. Lass mich in Ruhe. Mit deiner pinken Karre. Auch große Runden. Kam halt so schön von Seite. Nein! Voll den Spin. Ach, ernsthaft. Geh weg. Gib die Rache dafür, für deinen Ram. Letzte Runde. Alter, Markus da vorne ist über alle Berge. Markus hat mich überrundet, Alter. Er wird da vorbei. Gut, dass ich 1000 auf ihn gewettet habe. Hätte ich mal mehr Zeit zum Wetten, ey. Übelst eklig. Jedes Mal dasselbe. So. Jo! Scheiße. Baby hat mich von hinten gerammt. Normalerweise ist das immer andersrum. Ja, ich wollte es erst nicht sagen. Ich könnte jetzt was sagen. Nee, bei Enrico gilt das nicht, der ist doch der Gruppensklave. Richtig. Ah, die Baby, die kennt das schon, die steckt das weg. Steckt das weg? Ja, und ja, das war uns absichtlich. Ja, Yvonne ist wie ein Schwamm, die nimmt alles auf. Und Bob Schwanko. Zweiter. Aber meine Wette gewonnen. Doch, Yvonne, wir haben dich lieb. Abwarten. Da rammst du mich noch da extra mit, ne? Na du! Der war sehr freundlich. Sekunden Rückstande. Aber wie gesagt, ey, immerhin noch $1000 gewonnen durch die Wette. So, Markus noch nicht so durch, weil 42 ist eh die Antwort auf alles. Und das Handtuch nicht vergessen. Ja.